So, jetzt gehe ich auf den Bagger drauf, weil die Lieferanten kommen schon. Und der Kollege löst mich dann ab. Jetzt kommt mal mit. 7 Uhr morgens auf einem Schrottplatz in München. Janni ist Platzmeister und für alles verantwortlich, was hier passiert. Jetzt bleibt sie hier, da drüben, wo die Wand ist, da bleibt sie jetzt und aufpassen. Ne? Wie genau sein Tag aussehen wird, weiß Janni morgens nicht. Auch heute werden unvorhersehbare Dinge passieren. Was ist da los? Da ist irgendwas. Sollen wir Not ausrufen? Es kann sein, dass dann die ganze Anlage stehen muss. Musst dir vorstellen, da ist ein Hochhaus und im Keller, da hat jeder sein Abteil. Und wenn umgezogen wird, dann bleibt oft was drin. Das wird nicht abgeholt und dann wird das alles weggeschmissen. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Es ist leider so. Bei Janni landet all das, was andere nicht mehr haben wollen. Mikrowellen, Waschmaschinen, Autos, einfach alles. Was hier auf dem Schrottplatz chaotisch aussieht, ist aber ein klar geregelter Arbeitsprozess. Zuerst liefern große Firmen und Privatkunden den Schrott an. Dafür bekommen sie Geld. Dieses Material sortieren Janni und seine Kollegen mit dem Bagger vor. Im nächsten Schritt zerkleinern sie das Material, denn das besteht aus verschiedenen Rohstoffen, die Janni und seine Kollegen anschließend voneinander trennen müssen. Das passiert in einer Sortieranlage. Am Ende erhalten sie so beispielsweise sortenreines Kupfer, Alu oder Eisen. Diese Rohstoffe werden zum Schluss weiterverkauft. Janni ist gerade am Abladeplatz. Er sortiert den Schrott vor, damit keine gefährlichen Stoffe im Schredder landen. Gefahrstoffe dürfen keine drin sein, keine schweren Teile, Gasflaschen und so Sachen. Da muss man mal aufpassen. Sonst gibt es eine Explosion. Das ist schon vorgekommen. Deswegen ist es wichtig, auch vorne, dass man richtig sortiert und aufpasst. Aber gut, wir sind bloß Menschen, man kann schon mal was übersehen. Dann nehme ich das Material mit dem Bagger, lasse es durch unseren Zerkleinerer durchlaufen. Bei so viel Material ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Der Platz ist 100.000 Quadratmeter groß. Bis zu 150 Lkw liefern hier am Tag Material an. Alan, kommst du? Ein Kollege übernimmt den Bagger, denn Janni wird an anderer Stelle gebraucht. Sein Job? Immer dort einspringen, wo gerade Not am Mann ist. Komischerweise laufe ich hier am schnellsten auf dem Platz. Gestern laufe ich mit dem Jungen, der ist ja nicht lang bei uns da, der ist in der Probezeit. Und da geht er so gemütlich und ich neben ihm her und schaue ihn an. Du, was ist denn los? Sag ich, komm. Vorsicht. Janni ist als Platzmeister die ganze Zeit in Bewegung. An Tagen wie diesen läuft er um die 15.000 Schritte. Er arbeitet schon 35 Jahre hier auf dem Platz und ist durch seinen Vater auf den Job gekommen. Denn auch der hat schon auf einem Schrottplatz gearbeitet. Ich wollte es ja nur aushilfsweise machen. Und dann habe ich jemanden vertreten in der Metallhalle. Und da bin ich geblieben. So ging es dann so peu à peu, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich alles gelernt. Ja, jetzt bin ich sozusagen der Chef auf dem Platz. Was ist da los? Hey! Oh, da hat sich einer verletzt. Was hast du denn? Das Ding ist mir auf den Schädel gefallen. Ach du Scheiße. Sollen wir Not ausrufen? Oh. Sollen wir Not ausrufen? Ich glaube schon, oder? Kannst du aufstehen? Probier mal aufzustehen, ich halte dich. Geht's? Oh. Bleib du bei ihm, ich fahr den LKW weg. Wenn der LKW weg ist, kommen sie langsam vorgelaufen, okay?
blutet nichts. Nee, da blutet nichts. Ja, noch ein bisschen. Na, gut, schaut gut aus. Keine Angst, ist perfekt. Was ist passiert? Tür aufmachen, runtergefallen und wir haben Schädel geflogen. Geht sowas auf? Nee, eigentlich nichts. Aber beim Türaufmachen ist es gefährlich, da muss man aufpassen. Wenn da Spannung drauf ist und der Fahrer macht die Tür auf, da passieren schon die meisten Unfälle. Das ist immer so eine Sache, da muss man wirklich aufpassen. Aber der ist jetzt praktisch beim Öffnen, ist eben so ein Teil auf den Fall. Aber Gott sei Dank ist nicht so schlimm. Ja, ja. Jetzt erstmal Frühstückspause. Darlington, wie geht's? Wer ist auf Alan? Der Alan. Wie lange bist du jetzt schon auf den Füßen? Ich? Seit 5 Uhr. 5 Stunden schon, ja. Janni hat die meiste Zeit seines Lebens auf dem Schrottplatz verbracht. Viele Kollegen kennt er schon seit Jahrzehnten. Würdet ihr sagen, wenn ihr euch hier so trefft, ihr seid so ein richtig eingeschworenes Team? Das geht irgendwie. Also, was jetzt hier sitzt, auf jeden Fall. Es läuft irgendwie automatisch. Eigentlich. Kurze Absprache und jeder ist routiniert. Jungs, wir sehen uns gleich, gell? 30 Minuten macht Janni Pause. Dann geht es für ihn direkt weiter. Schauen wir schnell zum Giorgio rüber. Der ist im Schredderhäuschen. Von hier aus werden Schredder und Sortieranlage überwacht. Giorgio ist Jannis älterer Bruder. Auch er arbeitet hier auf dem Platz. Genau wie Janni ist er auf jeder Position einsetzbar. Jetzt kommt er. Wie ist die Stimmung zwischen euch beiden? Na, passt schon, passt schon. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt euch besonders aufeinander verlassen? Ja. Der Giorgio ist eigentlich der erste Held hier auf dem Platz, weil der hat alles mitgemacht und der war immer Tag und Nacht da, also wenn irgendwas war. Bloß der muss jetzt ein bisschen zurücktreten, weil wir sind nicht mehr so jung. Das ist mein bester Arbeitsplatz hier. Wenn ich hier aushelfen kann, dann bin ich froh, weil hast deine Ruhe hier. Da habe ich meine Ruhe. Da kann ich meine Musik hören. Die Sonne scheint. Wunderbar. Ich spiele euch mal meinen Song vor. Dein Song? Ja. Ist aber auf Griechisch. Denn Janni ist in Griechenland geboren. Mit 7 Jahren ist er nach Deutschland gekommen. Es geht darum, das war in der Corona-Zeit. Da hat es geheißen, oh, jetzt kommen schlechte Zeiten, wir müssen Kurzarbeit machen. Und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt zu Hause. Und dann habe ich geschrieben, ich habe 2 Enkelkinder, das sind Zwillinge. Und die sind gerade nach Griechenland gereist. Jetzt bin ich alleine da und die Zeit vergeht nicht. Ich würde mich freuen, wenn die wieder zurück sind. Im Schredderhäuschen überwacht Janni einen Prozess, der hier auf dem Platz mit am wichtigsten ist. Das vorher zerkleinerte Material wird in mehreren Schritten sortiert. Das kann man alles hier schön sehen. Also die Reihenfolge geht so, hier fällt das Material rein, das hier ist die Rutsche auch, dann rutscht es weiter, dann kommt es in den Rotor rein, in den Schredder, dann wird es weiter gefördert. Aber hier ist es nicht immer so entspannt wie gerade. Schwierig wird es, wenn jetzt irgendwas passiert da hinten. Da müssen wir, toi toi toi, es läuft heute gut. Wenn mal irgendwas an einem Band steckt, da muss man aufpassen, weil wenn da ein Riss entsteht, es kann sein, dass dann die ganze Anlage stehen muss. Man muss das dann unten ab und zu mal kontrollieren. Ja. Denn wenn die Anlage blockiert ist, steht alles still. Hier werden beispielsweise Aluminium und Eisen von Nichtmetallischem getrennt, maschinell. Der letzte Teil der Sortierung findet hier statt. Das kann keine Maschine. Das kann keine Maschine. Hier kommt das Eisen raus. Das muss sauber sein. 99,99 kommt sauber raus. Aber eben nicht ganz. Manchmal ist hier noch ein Stück Kupfer oder Messing drin. Das sortieren die Arbeiter aus.
Am Ende soll aus der Anlage alles möglichst sortenrein rauskommen. Bisher sieht alles gut aus. Noch. Oh Gott! Es gibt schon wieder ein Problem. Der soll ein bisschen Material reinschieben. Ich gehe wieder auf den Bagger. Ich muss jetzt ein bisschen mithelfen, weil es... Okay, Alan, du kannst runterkommen. Helf mir jetzt, sonst werde ich nicht schaffen. Der Kollege, der macht das nicht lange. Der kommt nicht nach. Jetzt soll er den LKW machen und ich mache hier weiter. Das geht ein bisschen zügiger. Schau, ja, ist alles voll. Ja. Der Nächste, wo kippen will, hat keinen Platz. Ich muss jetzt ein bisschen einspringen. Bellen! Weg! Heute kommen viele Lieferungen an. Im Monat werden auf dem Platz 10.000 bis 12.000 Tonnen Material umgeschlagen. Janni, und wie geht's voran? Das nimmt kein Ende, da brauchst du keine Angst haben. Da kommt ständig was. Etwa eine Stunde später. Es gibt ein Problem in der Sortieranlage. Ja, wartet auf mich, ich bin gleich da. Schon kein Material. Konrad Langer. Irgendwo gibt es eine Störung. Wo und wieso müssen Janni und seine Kollegen jetzt schnell herausfinden. Denn so lange steht die ganze Anlage still. Okay, komme. Doch er wird am Anlieferungsplatz gebraucht, und zwar sofort. Hier klemmt die Tür von einem LKW. Eigentlich kein großes Problem, aber solange das nicht gelöst ist, können die anderen Lieferanten nur schlecht abkippen. Komm her! Gut! Geh weg! Geh weg! Jetzt heißt es, vorsichtig sein. Denn beim Türöffnen ist vor ein paar Stunden noch ein Unfall passiert. Dieses Mal geht alles gut. Scheißklump! Hast du mich gemeint? Jannis Kollegen haben inzwischen den Fehler in der Sortieranlage gefunden. Problem behoben? Wahrscheinlich ja. Da war was verstopft, das kommt schon vor. Haben die Kollegen aber. Gute Mannschaft. Das Band läuft wieder. Es ist mal was vorgekommen. Da hat irgendeiner in einem Auto drin, wahrscheinlich Autositz oder sowas, hat er Geld versteckt. Und das Auto haben wir geschreddert. Und hinten, wo der Müll rausfällt in den Container, da hat's Geld geregnet. Das ist echt passiert. Das Geld hat Janni natürlich nicht behalten. Wo bist du? Mittagspause. Die ist heute ziemlich spät. Ich brauche ein bisschen Pause. Das ist gut. Ja. Bisschen Lade. Batterie aufladen, oder? Wie geht's dir denn noch fast den ganzen Tag? K.O.? Abends mache ich sogar noch ein bisschen Musik zu Hause. Manchmal spielt Janni auch live für seine Kollegen. Sieh mal, ja. Oder nach Zell am See, bei Tölln auf den Bergen, am Säubei und Leibwand und Schnee. Nur ein kleiner Geschmack. Jetzt ist mein Döner kalt. Die Maschinen arbeiten um diese Zeit nicht mehr. Aber Janni hat noch eine letzte Aufgabe. Er muss die Mengen notieren, die er und seine Kollegen sortiert haben. Wir müssen ja LKWs bestellen zum Beladen und Waggons. Denn die sortierten Materialien werden weiterverkauft. So, jetzt hier. 1, 2, 3, 4. Das ist sowas wie die Schlussrechnung. Janni sieht, was er und seine Kollegen aus dem Schrott gewonnen haben. Das sind jetzt ungefähr 6 Waggons. Auch 300 Tonnen. Dieser Haufen, rund 300 Tonnen Eisen, wird für Preise ab 90.000 Euro verkauft, zum Beispiel an Stahlwerke. Die Eisenpreise schwanken aber stark.
ist gut gelaufen. Nächste Woche kommt mehr Material, also dann gibt's wieder Power. Ciao, Levan. Ciao. Janni wird auch dann wieder sein Bestes geben, damit hier auf dem Schrottplatz alles funktioniert.